Ja, also wir sind mit unserer Leistung heute sehr zufrieden. Ja, wir haben das Spiel gut begonnen, gehen nach 90 Sekunden, glaube ich, mit 1-0 in Führung schon. Ja, was nicht immer unbedingt ein guter Start, also natürlich in erster Linie ein guter Start ist, aber so früh zu führen ist ja dann doch immer so eine Sache. Die Jungs haben das aber ganz gut gemacht und entscheidend war für uns dann auch, dass wir weiter Fußball gespielt haben, ja, dass wir in der ersten Halbzeit sehr stark verteidigt haben, gut zugestellt haben. Hertha da auch wenig ins Spiel kommen haben lassen und vor allem auch wichtig war, viele Torchancen haben wir in der ersten Halbzeit auch nicht zugelassen. Ja, das war für uns wichtig. Und ja, dann machen wir das 2-0 zu einem eigentlich für uns denkbar richtig guten Zeitpunkt. Ja, und gehen auch dann 2-0 in die Halbzeit. Das war für uns sehr, sehr wichtig. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Zweite Halbzeit, gut. Da haben wir dann natürlich gemerkt, dass Hertha unbedingt wollte, ja, dass da in der anderen Kabine sicherlich auch das ein oder andere Wort mitgegeben worden ist. Und ja, haben uns ein bisschen schwerer getan. Unser Fehler war, dass wir es vielleicht im eigenen Spielaufbau zu tief angelegt haben. Ja, wir hätten da durchaus dafür sorgen können, dass wir höher zirkulieren in der höheren, im höheren Bereich. Das haben wir da nicht so, also da haben wir Hertha so ein bisschen eingeladen. Ja, und an für sich denke ich aber, die Jungs, die haben eine super Leistung gebracht, haben hier gekämpft die 80 Minuten und für uns mit einem natürlich super Ergebnis. Ich denke, die Mannschaft, die hat sich halt jetzt auch richtig gefunden. Ja, also das hört sich vielleicht salopp an, ja, aber wir sind jetzt noch ein Kern, sage ich mal, von 18 Spielern. Ja, wir hatten vorher auch mehr Spieler und jetzt, ja, die wollen. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, wir wollten vielleicht vorher auch, aber nicht so mit dem letzten Willen, ja, dass wir gesagt haben, hier müssen wir uns richtig durchsetzen, sondern die Jungs haben dann irgendwann auch mal selber, glaube ich, die Tabelle so langsam sich angeschaut und haben gesagt, Mensch, so langsam müssen wir mal und ich denke, das machen sie besser. Wir haben einen richtig guten Zusammenhalt jetzt in den letzten Wochen. Ja, Magdeburg war schon ein super Spiel, wo die Jungs alles gegeben haben, ähnlich wie heute. Ja, und die Jungs wissen halt, dass sofern wir 5% weniger geben, ja, dass es dann eben schwer wird, ja, und dass sie hier 80 Minuten lang bis zum Ende spielen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.